Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht des Champions League Finales in der Saison 2014-2015. Ja, das Finale zwischen Juventus Turin und den FC Barcelona endet mit einem 3:1-Sieg für den FC Barcelona. Ja, der Favorit hat sich also durchgesetzt. Ja, das Spiel begann ideal für Barcelona, denn schon nach 4 Minuten gehen sie mit 1:0 in Führung und zwar durch ein Tor von Rakitic. Ja, das Tor wurde sehr schön herausgespielt. Zunächst Neymar, der über die linke Seite auf Iniesta passt. Iniesta damit einen schönen Querpass in die Mitte, wo Rakitic frei steht und er braucht nur noch einzuschießen. Ja, es war dies das drittschnellste Tor in der Champions League Finalgeschichte. Ja, Juventus war das erste Mal offensiv gefährlich, dann in der 8. Minute ein Schuss von Vidal, der über das Tor ging. Ja, wenig später bekommt er dann die erste gelbe Karte in diesem Finale. Ja, also gelb für Vidal in der 11. Minute. Dann in der 12. Minute eine sehr gute Flanke von Messi, die Neymar nur knapp verpasst. Und dann wenig später drauf ein sehr guter Schuss von Alves, wo sich Buffon auszeichnen kann. Ja, dann in der 24. Minute dann wieder eine Aktion für Juventus, ein Schuss von Morata, der aber neben das Tor geht. Ja, und dann in der 39. Minute zunächst Suarez mit einem Schuss, der nur knapp links im Tor vorbeigeht und dann nur 1 Minute später kommt Suarez wieder zum Schuss. Diesmal kann sich Buffon wieder auszeichnen. Ja, in der 41. Minute gab es dann die zweite gelbe Karte für Juventus und zwar für Pogba. Und vor der Halbzeit dann noch eine Möglichkeit für Juventus, ein Schuss von Marquisio, aber Ter Stegen kann den Ball halten. Aber muss sagen, der FC Barcelona war in der ersten Halbzeit schon überlegen. Ja, Juventus nicht wirklich mit sehr guten Torchancen und die Führung war zu dem Zeitpunkt absolut verdient. Ja, auch in der zweiten Halbzeit hatten die Spanier zunächst die guten Möglichkeiten in der 48. Minute. Ja, Rakitic mit einem Pass auf Suárez und dessen Schuss kann Buffon auch wieder stark parieren. Dann in der 51. Minute Messi mit einem sehr guten Doppelpass mit Suárez und Neymar und sein Schuss geht aber nur knapp über das Tor. Ja, und dann quasi wie aus dem Nichts in der 55. Minute fällt dann der Ausgleich für die Italiener durch Morata. Ja, zunächst Lichtsteiner mit einem Pass auf Tevez, der schießt aus der Drehung. Ja, Ter Stegen kann den Ball parieren, aber der Ball kommt genau zu Morata, der Abpraller, und Morata staubt dann ab. Und ja, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt eigentlich der unverdiente Ausgleich für Juventus, denn FC Barcelona war zu diesem Zeitpunkt die stärkere Mannschaft. Ja, und dann gab es sogar eine strittige Aktion dann im Strafraum von Barcelona, und zwar kommt da Paul Pogba im Zweikampf mit Dani Alves zu Fall. Ja, der Alves hält hier Pogba ein bisschen ja, zurück, muss man sagen. Der Schiedsrichter hat hierzu nicht gepfiffen, aber da hätte man durchaus auch Elfmeter geben können. Da hatte der FC Barcelona ein bisschen Glück. Ja, und dann aber in der 68. Minute gehen die Spanier dann wieder in Führung und zwar durch Suárez in der 68. Minute. Ja, zunächst ein Schuss von Messi, den Buffon parieren kann. Auch da kommt der Abpraller genau zu einem Barcelona-Spieler. Ja, Suárez steht genau richtig und verwertet ja, zur 2:1-Führung. Ja, 2 Minuten später bekommt dann der Torschütze Suárez dann die gelbe Karte. Ja, und dann in der 72. Minute die vermeintliche Vorentscheidung für den FC Barcelona. Und zwar eine Flanke von Jordi Alba von der linken Seite. Und Neymar köpft den Ball ins Tor, aber der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Denn wie man in der Zeitlupe auch sehen kann, Neymar beim Kopfball köpft er sich den Ball selbst an die Hand und von seiner Hand geht der Ball ins Tor. Deswegen zu Recht hier dieses vermeintliche 3:1 nicht gegeben. Ja, dann gab es gegen Ende hin dann einige Wechsel. Zunächst kam Xavi für Iniesta ins Spiel in der 78. Minute. Ja, das war das letzte Spiel für Xavi für Barcelona. Er verlässt ja den FC Barcelona nach dieser Saison. Dann in der 79. Minute hat Juventus das erste Mal gewechselt. Da kam Pereira für Vidal. Und dann in der 85. Minute ist dann Llorente für Morata gekommen. Und in der 89. Minute dann noch Coman für Evra. Damit war das Austauschkontingent bei den Italienern erschöpft und auch der FC Barcelona hat dann noch die restlichen 2 Wechselmöglichkeiten genutzt. In der 91. kam zunächst Mathieu für Rakitic
Und dann in der 96. Pedro für Suarez. Und ja, dieser eingewechselte Pedro sorgte dann noch, beziehungsweise leitet dann die Entscheidung ein, denn in der 97. Minute fällt dann doch noch das 3:1 für den FC Barcelona durch Neymar. Ein Konter, nachdem Juventus nochmal alles nach vorne geworfen hat und versucht, den Ausgleich zu erzielen. Ja, ein Konter über Pedro. Pedro dann mit einem sehr schönen Pass auf Neymar, der völlig frei steht. Und er macht dann ganz souverän das 3:1 und damit die Entscheidung und ja, am Ende sicherlich auch ein verdienter Sieg für den FC Barcelona. Sie waren die bessere Mannschaft, waren auch im Vorfeld der Favorit und haben diese Favoritenstellung eigentlich bestätigt in diesem Spiel. Juventus hat zwar zwischenzeitlich ausgeglichen, aber wie schon gesagt, der Ausgleich war doch etwas glücklich. Und insgesamt war das zu wenig von den Italienern, die ja doch etwas überraschend diesen Champions League-Finale waren. Und ja, man hat gesehen, dass doch der FC Barcelona um einiges besser ist und deswegen verdient gewonnen hat. Ja, insgesamt der fünfte Champions League-Titel für den FC Barcelona. Und ja, und damit holen sie jetzt auch schon wieder das Triple, denn ja, es ist das zweite Triple, denn 2009 hat der FC Barcelona auch das Triple geholt und damit sind sie das erste Team, das es zweimal schafft, ein Triple zu holen. Also auch eine Premiere hier, ja, mit diesem Sieg. Und ja, man muss sagen, ja, ein würdiges Finale dann zum Abschluss dieser wunderschönen Champions League-Saison und mit einem absolut verdienten Sieger und den FC Barcelona. Ja, und jetzt meine Frage an euch, wie fandet ihr dieses Finale? Ja, schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.